Moin Taylor und herzlich willkommen zu 1135. Rohstoff, Tagesausgabe der Informationsdata am Donnerstag, dem 3. März 2016. Freunde, ich habe heute keine Sportnachricht des Tages für Sie, um offen zu sein. Ich bin heute Morgen um 3 aufgestanden und war auf einer ultra kurzen Geschäftsreise und bin vor einer halben Stunde wieder zurück. Und deswegen keine Ahnung, was in der Sportwelt los ist. Dafür schauen wir auf die Rohstoffliste. Wir sehen am stärksten Palladium plus 4%, Silber plus 1,4%, Gold plus 1,1%, Platin plus 1%, die Edelmetalle stärker. Und dann sehen wir Crude und Brent weitestgehend unverändert und Elbow Gasolin am schwächsten minus 1,45%. Ich hatte Ihnen vor ein paar Tagen Euro-Dollar gezeigt gehabt. Allerdings hatte ich Ihnen das in der Einzelwertesektion gezeigt. Ich hatte gesagt, Moment, wir haben hier eine mögliche Bullenflagge oder eine Art Wimpel gehabt, was bullisch aufgelöst worden war. Wir sind hier im Bereich dieser Linie. Gleichzeitig ist es auch über die Woche hier die 20-Wochen-Linie als potenzielle Unterstützung und die horizontale 1,08. Und deswegen läuft der Euro gegenüber dem Dollar auf eine mögliche Unterstützung hinaus. Und deswegen könnte sein, dass der Euro jetzt Stärke zeigen will. Auf der anderen Seite haben wir eine aufsteigende Trendlinie hier bärisch aufgelöst. Und wenn man sich das Ganze auf Stundenchartbasis anschaut, wir haben hier ja einen Trendkanal gehabt. Das war ja noch eine weitere Unterstützung. Hier Unterstützung, 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 Unterstützung. Und da sind wir ran und da haben es die Bären nicht mehr ganz geschafft. Und jetzt versuchen wir gerade, diese obere Trendkanalbegrenzung bullisch aufzulösen. Wir versuchen, über die 200-Stunden-Linie zu gehen. Und hier ist auch noch eine horizontale Zone. Alles so um die 1,0960, 1,10. Und deswegen ist das durchaus auch für die Edelmetalle interessant, ob der Euro gegenüber dem Dollar weiter Stärke entwickeln kann, über diese Widerstandszone zurückgehen kann, zum Beispiel nochmal ein Pullback und dann in Richtung 20-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, darüber hinaus, ich weiß es nicht. Oder ob der Markt hier dann wieder zurückkommt, liegen bleibt, wieder an die 1,08 gedrückt wird und dann wir hier auch aus diesem Kanal und von dieser Unterstützung runterfallen werden. Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Als wir das letzte Mal gemeinsam auf Silber geschaut haben, ich hatte Ihnen gesagt, wir müssen uns bitte darüber im Klaren sein, dass Silber im Wochenchart hier klar noch eine Verkaufsformation in der Stochastik hat. Auf der anderen Seite haben wir hier die 20-Wochen-Linie, was eine potenzielle Unterstützung ist und hier horizontal. Da Unterstützung, da durchgefallen, das ist Widerstand, das ist wieder potenzielle Unterstützung. Und wenn man sich die Gesamtbewegung anschaut, vom Tief bis zum Hoch, hier von der letzten Welle, sind wir genau an der 61,8% Retracement-Marke, also 1, 2, 3 potenzielle Unterstützungen über die Woche und über den Tag, könnte man es auch sagen. Und über die Stunde haben wir hier ebenfalls einen fallenden Trendkanal gehabt, was einer bullischen Flaggenformation entspricht. Und deswegen wäre diese Zone eine wichtige Unterstützung. Und als der Markt noch einmal hier in diese Richtung kam, 14,80, war das für mich eher wahrscheinlich, dass der Markt hier zumindest in Richtung der oberen Begrenzung dieser Flaggenformation in Richtung 15,30 laufen könnte. Ich hätte Ihnen gesagt, also entweder Unterstützungen oder, wenn man es prozyklisch handeln möchte, hier runde Marke bei 15 Dollar. Hier noch Unterstützung, da Unterstützung, da Unterstützung, da Widerstand, hier eine aufsteigende Trendlinie, nicht klassisch aufsteigendes Dreieck, weil wir im Stundenchart ja einen Abwärtstrend haben und wenn wir ein aufsteigendes Dreieck haben wollen, im klassischen, sauberen Sinne, muss der nämlich von hier unten kommen und dann aufsteigendes Dreieck bilden. Sei es drum, es ging darum, gehen wir die 15-Dollar-Marke und haben wir das Glück, dass sich der Silberchart Zeit lässt, dass auch noch die 200-Stunden-Linie dahin kommt, dann hätten wir hier einen Kreuzwiderstand und wenn das bullisch aufgelöst werden sollte, ist eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Mit dem Wissen, dass das jetzt nicht so ultrasauber aufsteigendes Dreieck ist, also von unten bis zum Hoch 2,39%, wir sagen ja ungefähr 80-100% können wir draufsetzen, dann wäre also das kurzfristige Ziel im Bereich von 15,30, was aktuell wahrscheinlicher erscheint. Das heißt, falls der Markt nochmal in Richtung 15 oder zurückkommt, ist das eine potenzielle Unterstützung mit der Möglichkeit, mit der größeren Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in Richtung 15,30 läuft. Dafür dürfte dieser Schatten hier im Bereich von 14,80 nicht verletzt werden. Für diejenigen, die für sich selbst entschieden haben, okay, für mich sind diese Unterstützungen interessant. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die obere Begrenzung der Flagge, die wir uns angeschaut haben, im Bereich von 15,25, 15,30, auch noch durch die 20-Tage-Linie verstärkt wird. Das heißt, hier haben wir schon einen doppelten Widerstand. Falls der Markt es schafft, diese Widerstandszone dann auch noch aus dem Weg zu räumen, wir wissen es nicht. Das wird erst der Markt entscheiden. Dann ist das Ziel im Bereich von 15,50. Wir haben hier diese blaue und Widerstand, hier dann ebenfalls Widerstand geworden. Das wird dann die nächste Widerstandszone darüber. Dann 16 Dollar und möglicherweise darüber hinaus. Das Ganze wäre
kurzfristig passiert, wenn wir wieder unter die 15 Dollar fallen, insbesondere unter die 14,80 fallen sollten, dann wird es aber wichtig sein, dass der Silberchart hier diese fallende Linie und diese Zone zwischen 14,60, 14,80 verteidigen kann, falls die Bullen, wie gesagt, es nicht schaffen, kurzfristig die 15-Dollar-Marke zu verteidigen. Zusammengefasst, kurzfristige Fortsetzung wahrscheinlicher. Ob denn aus dieser Bewegung, die jetzt in den letzten Tagen immerhin vom Tief bis zum Hoch 3,8% gebracht hat, noch eine übergeordnete Fortsetzung werden möchte, wissen wir erst, wenn die Flagge bullisch aufgelöst werden kann und die 20-Tage-Linie bullisch überwunden werden kann. Wenn wir uns das Ganze bei Gold anschauen, bei Gold im Tag, wir sind im Bereich dieser grünen Widerstandslinie. Wir haben noch nicht per Tagesschlusskurs diese blaue Linie aus dem Weg geräumt. Was auffällt ist, Silber hat es schon wehgetan, was zuletzt die Stärke des Dollars bewirkte. Gold hat relative Stärke gezeigt. Wir bilden hier über den Stundenchart ein aufsteigendes Dreieck, was wir bullisch aufgelöst haben. Ja, per Stundenschlusskurs ist auch richtig. Man könnte es auch zu einem Wimpel machen. Könnte sagen, ja, es ist kein richtig aufsteigendes Dreieck, das ist eine Art Wimpel. Also das ist die Stange, das ist die konsolidierende Dreiecksbewegung. Und hier ist natürlich das Jahreshoch im Bereich von 12,62, 63 eine Widerstandszone. Das heißt, wenn man hier diesen Ausbruch getradet hat, ja, der Markt kann eine Fortsetzung machen. Es wäre schöner, wir hätten diesen langen Schatten nicht. Und deswegen, um es ganz konservativ zu sagen, falls wir die 12,65 in etwa aus dem Weg nehmen können, falls wir dieses Jahreshoch aus dem Weg nehmen können, ja, dann ist das Potenzial im Bereich von 1300er Marke. Ob es dann darüber hinausgehen wird, schwer zu sagen. Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, jetzt zu sagen, ja, okay, jetzt ist der Riesenausbruch und jetzt geht es in Richtung, ich weiß nicht, 1360 in Richtung 20-Wochen-Linie, wo ist das? Ja, 1340 ist die 20-Wochen-Linie. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir bitte nicht vergessen, in der Spitze eine Bewegung gesehen haben von 215 US-Dollar oder 20,6% in gerade mal einem Monat und 20 Tagen. Und normalerweise braucht eine solche Bewegung eine längere Konsolidierung. Falls jetzt die Bullen diese Widerstandszone aus dem Weg räumen und die 1300er aus dem Weg räumen, dann müssen wir sagen, oh Mann, die Bullen sind ja aber extrem stark. Ich bin auch deswegen skeptisch, weil zuletzt die Kleinanleger doch sehr optimistisch waren und das war in der Regel dann immer eher ein Zeichen, was zur Vorsicht geboten hat. Deswegen Ziele 12,65, darüber hinaus, über dem Jahreshoch in Richtung von 1300. Es wäre wichtig, konservativ gesprochen, wir hatten ja gesagt, wir müssen aufpassen, dass das jetzt hier nicht ein Doppeltop werden möchte oder hier, dass es ein Doppeltop werden möchte. Also man kann es den Bullen noch alles zugutehalten, solange sie es noch schaffen, hier die 20-Wochen-Linie, 200-Tage-Stunden-Linie, verzeihen Sie bitte, die aufsteigende Trendlinie im Bereich von 12,25 zu verteidigen und im Bereich von 12,20 die 20-Tage-Linie. Solange könnte man noch sagen, okay, könnt ihr noch kurzfristig Fortsetzung bekommen. Wenn wir da drunter fallen, dann gehen wir eher in eine übergeordnete Fortsetzung über und dann haben wir auch noch Potenzial in Richtung 1185 wieder zurückzufallen. Dann würde ich Ihnen gerne Kupfer zeigen. Muss ich einmal kurz tippen. Und zwar bei Kupfer, wenn man sich hier den April-Kontrakt anschaut. Also, jetzt könnte man darüber philosophieren, dass möglicherweise das ja hier eine inverse Schulterformation ist. Ja, also die Höhe der Schultern passt. Was nicht passt, ist der Abstand. Wir wollen ja in der Regel, dass der Abstand zwischen der linken Schulter zum Kopf genauso lang ist wie zur rechten Schulter. Und wir haben hier 24 Tage, auf der anderen Seite haben wir 37 Tage oder 18 Balken versus 37 Balken. So muss ich es richtigerweise sagen. Deswegen ist es keine richtig saubere Schulterkopf-Schulterformation oder inverse. Man könnte auch sagen, aber es nimmt ja richtig viel Volumen zu, nachdem wir durch die Nackenlinie gehen. Ich glaube, dass sehr viele, also der Märzkontrakt läuft ja noch ein bisschen. Ich glaube, dass sehr viele hier, schauen sich das mal an, vom Märzkontrakt, gucken Sie mal, wie gering das Volumen zuletzt gewesen ist, dass viele einfach vom Märzkontrakt zum Aprilkontrakt rübergewechselt sind und dass das Volumen hier trügerisch ist. Nichtsdestotrotz, der Markt hat Potenzial, eine Fortsetzung zu machen hier in Richtung 2,247, 2,254 horizontale Unterstützung durchgefallen. Man muss auch wissen, wir sind über die Woche im Bereich einer Trendlinie, die war, jetzt bin ich wieder im Märzkontrakt. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung ist potenzieller Widerstand. Je weiter sich
Kupfer. Von dieser horizontalen Zone, was ja hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal Widerstand war, entfernen kann, desto interessanter ist es, falls der Markt noch einmal hier in Richtung dieser Unterstützung zurückkommen sollte. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, morgen früh gibt es wieder die nächste Ausgabe der Formationstrainer in Videoform. Da werde ich für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den Einzelwerten zum DAX, dann wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Heute Abend haben wir noch eine Devisenausgabe schriftlich auf unserer Homepage. Und wenn Sie sich sagen, die Formationen, die der Mann zeichnet, die funktionieren ja so häufig und der liegt ja deutlich häufiger richtig, als dass er daneben liegt, liegt schlichtweg daran, dass es eine klare Systematik gibt, mit der wir hier unsere Analysen durchführen, und es gibt noch eine Systematik, mit der wir die Trades durchführen. Und wenn Sie sagen, Sie möchten auch selbstständig traden, sind Sie herzlich eingeladen, über unsere Homepage, übers Mentor-Programm, dann sich zu informieren und uns zu kontaktieren. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, passen Sie auf Ihr Risiko auf. Passen Sie auf Ihr Risiko auf. Zum Beispiel, wenn es in Ihre Richtung läuft, man die ganz großen Augen bekommt, sich denkt, oh, das wird noch besser, noch viel besser. Den Stopp ziehe ich auf gar keinen Fall nach. Nachher werde ich ja nur unnötig ausgestoppt, und dann lassen Sie zu, dass Trades, die lange, lange Zeit in Ihre Richtung gelaufen sind, am Ende des Tages dann sogar im Minus ausgestoppt werden. Haben Sie Ihr Risiko im Griff im Übrigen? Exit-Strategie, großes Thema bei uns beim Mentor-Programm. Passen Sie auf Ihr Risiko auf. Was bleibt mir noch, Ihnen zu sagen, dass mein Name Hamedas Nashari ist? Und ganz egal, was an den Märkten oder sonst wo passiert, wichtig ist, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben, und genau das wünsche ich Ihnen. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainer doch bitte gewogen.